Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft von mir, dem DeepHunterIP. Und ja, in dieser Folge bauen wir diese Brücke. Die soll natürlich wunderschön aussehen. Also suchen wir gerade uns wunderschönen Gestein zusammen, farmen den vielleicht noch notfalls. Moment mal. Ne, da haben wir auch eine Bruchsteine. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen coole Sachen. Okay, hier haben wir noch ganz viel Kohle. Und von dem roten Stein haben wir ja auch noch ein bisschen. Und mal gucken, ob es vielleicht davon Zäune gibt. Nee. Schade eigentlich. Wäre echt cool gewesen. Okay, es wird jetzt aber Nacht. Das bedeutet, wir gehen schlafen. Wir sehen da hinten den Sonnenuntergang, der ganz schnell ist. Irgendwie. Der Tag-Nacht-Zyklus sollte mal ein bisschen vergrößert werden. Das heißt, die Nacht sollte mal ein bisschen länger dauern. Der Tag sollte mal ein bisschen länger dauern, denn das macht doch immer mehr Spaß. So, aber kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Und zwar, das da wird noch ausgetauscht. So. Und zwar tauschen wir das da jetzt hier aus, gegen diese Blöcke hier. Und ich hoffe natürlich erstmal, dass es lang. Das ist erstmal die Hauptsache. Gucken wir gerade mal eine hier, kann ich jetzt nicht sehen, egal. So, und dann machen wir jetzt mal so. Jetzt brauche ich natürlich Erde, um halt möglichst viel an Ressourcen zu sparen. Und baue danach die Erde ab einfach. So. So. Spricht da irgendwas gegen, wenn ich so baue? Nee, irgendwie nicht, oder? Bauen wir mal weiter. So. Ah, okay, das stößt dann hier an. Okay. Hier natürlich nicht. Das heißt also, hier müsste natürlich dann nochmal so. So. Ja, das müsste so gut gehen. Wie gesagt, ich hoffe, die Blöcke lang, sonst muss ich mal welche farmen gehen. Sieht aber irgendwie nicht so aus, als würde es lang. Nein, falsch gebaut. Oder? Haben wir uns doch getäuscht und es langt. Hm. Eins, zwei, eins. Ach, was, das langt. Gerade so bestimmt. Ja, das langt, aber ernsthaft knapp. So, Moment mal. Das sind die Bücher hier zur Seite. Alter, wie knapp das einfach war. Die haben wirklich bis auf den letzten Block gereicht. Damit haben wir auch unsere Autobahn hier fertiggestellt. Unsere Schnellstraße als Brücke. Ja, wir hätten eine Reihe weniger machen können, aber naja, sieht es da noch aus wie eine Brücke? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es wird viel gemunkelt. So, wir haben damit auch die Brücke fertiggestellt. Ich habe gerade meine Aufnahme noch nicht gestartet. Wir haben erstmal gedacht, als allererstes bauen wir mal die Brücke. Wo liegt denn jetzt der Scheiß hier, den ich suche? Da. Bruchsteine, oder? Soll man das echt mit Bruchsteinen machen oder doch lieber mit Granitblöcken? Wie es aussieht, aber ist halt mit denen nur dieses Bauen mittlerweile nur noch möglich. Oder mittlerweile nur möglich. Das sehen wir sehr, sehr ungern vielleicht, oder? Mal gucken. Hm. Hm. Jetzt müssen wir uns natürlich jetzt an der Seite angucken. Nee, da bauen wir Zäune hin und aber damit habe ich natürlich schon wieder was Besseres vor. Da. Dafür ist auch Minecraft gut. Man sollte erstmal hinbauen, dann mal gucken und nicht schon zielstrebig sagen, das gefällt mir, also baue ich so, sondern erstmal auch alles ausprobieren, was man dann hier so an Möglichkeiten hat. Und das muss ich ändern hier mit der Erde. Wir nutzen die Macht und bauen uns hier einen Weg. So.
Und zwar werden wir dann doch lieber das dahin bauen. Ich habe es nicht gerechnet, wie viel ich brauche. Also machen wir uns erstmal ein paar. 30 Stück werden hoffentlich lang. Ja, ist ja nur eine Seite, deswegen müsste es eigentlich lang. Ja, machen wir so doppelt, sieht ein bisschen besser aus. Außer da. Naja, 15 haben jetzt gelangt, das heißt, könnt auch hier lang. Naja, auf die Weise natürlich schon mal nicht. Oh je. Wo hab ich das falsch gebaut? Der ist falsch. Fall ab, ey. Ey, da komme ich nicht hin. Okay, hier muss ich das natürlich schon ein bisschen platt machen. Ein bisschen anpassen. Ja, Moment mal, die sind ja alle falsch. Noch meine. Mit einer Schaufel abbauen, hier hochhüpfen und den letzten Zaun platzieren. Warum haben wir das denn hier so? Das gefällt mir aber so nicht. Da müsste ich ja rein theoretisch hier noch so eine Reihe abreißen. Das sehen wir mal hier einfach die Backen ab und bauen dann hier eine Reihe zu. So, so, anpassen natürlich. Hier wäre natürlich jetzt Treppen so Premium, Leute, ne? Wenn man dann. Geht das überhaupt? Mal ausprobieren. Wenn das jetzt mit Granit geht und so. Alter, wäre das geil. Aber sowas habe ich jetzt bisher noch. Ne, geht leider nicht. Wie man sieht. Geht überhaupt irgendwas mit dem Scheiß? So, das hätten wir dann auch schon wieder geschafft. Wir haben noch genug Essen über. Die Farm geht auch mittlerweile. Wir haben Hasen. Wir haben Hasi gerettet. Und zwar indem wir bei uns verstecken. So, Hase, 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 Hase. Nee, nee, ihr müsst euch lieben. Jawohl. Wenn sich die kleinen Häschen vermehren, dann habe ich keine Schuldgefühle mehr in meinem Leben. Ich habe. Der Rest brauche ich für die Kühe. Inzucht, 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 Inzucht. Auch eure Experience. Was doch voll dumm ist, weil ich ein Zaubertisch habe, kann ja. Ne, wobei ich habe ja. Ach Gott, ich habe nicht genug. Ich habe voll vorbei. Nein! Oh Gott. Das wäre jetzt schwer geworden, die da noch rauszulocken. Da oben kann ja natürlich noch Mobs spawnen, ne? So, die Ebene muss ich aber ernsthaft noch abreißen. Okay, Spitzhacke kaputt. Keine mehr dabei, egal. Machen wir später. So, bevor ich wieder eine Erkundung so starte, habe ich mir nämlich jetzt überlegt, hier noch ein paar Spitzhacken zu craften. Erstmal mein Invent lernen. Leute, erstmal für den ganzen Scheiß hier. Und den Dreck, den kein Mensch mehr braucht mittlerweile. So, wir nehmen natürlich nur ein bisschen Essen mit. Eine Schaufel, ein paar Fackeln. Die schaffe ich jetzt auch noch gerade mit.
mach das zu einer Schaufel, um Platz zu sparen. Und dann holen wir hier noch 6 davon, davon, davon. Da können wir auf die Strecke wieder eigentlich zurücklegen. Ja, naja, wobei, haben wir noch Fackeln irgendwie in den Truhen? Ich brauche nämlich auch wieder Eisen und so zum Überleben. Und dann fange ich mal an, meinen nächsten Spitzhacken craften. So, wo kamen wir uns dann unsere Mine rein? Da hätte ich auch vielleicht mal Lust, ein Haus drumherum zu bauen über diesen Mineneingang. Deswegen würde ich sagen, naja, da werde ich bauen, aber so. Ich finde natürlich auch cool, dass ihr mein Stundenvideo so gerne geguckt wird. Echt nett von euch. Muss ich mal sagen, auch wenn ich jetzt bestimmt auch nur einer ist, der geliked hat von den 10 und einer ein Dislike gegeben hat, auch wenn ich weiß, wer das war. Schon wieder so ein Hater und ich kenne die Person halt eben. Ja, ich weiß, dass du es warst. Du kannst halt nur nicht mehr in die Kommentare schreiben, schön zu wissen. Ja, kannst bitte dein Dislike entfernen, weil haten ist unnötig, mein Freund. Haten tun nur Menschen, die keine Hobbys haben und selber kein YouTube machen können. Ganz einfach. Das sind Leute, die haten. Die gönnen den anderen halt das nicht, entweder weil die erfolgreicher sind oder weil die einfach zu dumm dafür sind, um selber sowas zu schaffen. Deswegen, heb bitte dein Dislike auf, ja. Mach einfach ein Like draus, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also nicht so, dass ich unbedingt das will, dass ich Dislikes hasse, aber das ist ein Hate und zwar und keine Bewertung über mein Video bestimmt. Entweder nur, weil es so lang ist, ja, aber bestimmt nicht, ja. Weil es nicht so, also weil es scheiße war. Und wenn, dann könnte, würde es 100 von die Comments schreiben, was ich verbessern soll. Also sollte man ja mal machen, ja. Das ist einfach so. Das ist einfach den YouTubern fair gegenüber, wenn man schon Dislike, ja. Und ich einfach nur sagen, oh, Dislike, ey, Video war scheiße. Das ist kein Grund, das sind einfach Hater. Würde ich jetzt sagen. Oder ist eigentlich so. Deswegen liked ihr auch mal, seid mal so sozial. Und gebt ein Like, wenn euch das Video gefällt. Weil das sehr, 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 sehr nett ist. Weil ich gebe ja auch nicht ungespielt oder sowas massig Likes, klar. Weil würde ich die ganze Scheiß von denen liken, ey. Dann hieß es nicht mehr YouTube, Alter. Ja, natürlich, schieß doch. Ja, schieß doch. Okay, da haben wir jetzt schon mal Eisen. Das, was ich suche, das bevorzuge ich erstmal den Diamond. Nicht unbedingt gleich. Ich wollte mich zwar runterkramen. Ach Gott, Alter, am Eisen vorbeigibt. Oh, da ist sogar Kohle dabei. Ach, weißt du was, ich grab jetzt den Gang da einfach runter. Und zwar künstlich mit Kabels und dann. Oh, das ist ein bisschen höher. Da finden wir erstmal die Lavaquelle. Die Wasserquelle, Lavaquelle. Ah, cool, da geht's weiter. Hab ich Holz mitgenommen? Nein, habe ich natürlich nicht. Oh, wir haben hier sogar Gold. Das geht auch mit für Goldäpfel gut. Moment mal, Erfolge. Und zwar frage ich mich, ob. Es gibt erst auf diesen Stelle einen Notch-Apfel her. Cool. Also es gibt hier ernsthaft diese neueren Erfolge, okay, da ist man ein bisschen verbuggt. Aber den Leute ist echt cool, ich stelle einen Notch-Apfel her. Erstmal kurz erkunden, Leute, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, da hoch gehe ich jetzt nicht, ist ja unnötig. Auch wenn Mobs von dort aus kommen können, aber nicht schlimm. Die sind ja gewappnet. Der Holz wäre nicht dumm. Also um Holz wäre überhaupt nicht dumm gewesen, sondern ganz im Gegenteil, ganz schlau. Und was habe ich auch noch erwähnt gehabt? Moment. Wir sollten Holz mitnehmen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Sonst hätten wir jetzt ein Problem. Okay, da sind Creeper. Komm, 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 komm. Ja, der wollte schon Boom machen. Ich hab's ihm angesehen. Schon in seinem Blick sagte, ich explodiere jetzt. Aber Strich durch die Rechnung. Ein gewaltiger Strich durch die Rechnung.
Naja, und ich freue mich auch, wenn eine Person mein Video sieht und wie eine App in die Comments geschrieben hat, ne? Habe ich glaube schon erwähnt. Traurig, dass niemand deine Videos gucken will. Das stimmt ja nicht, sonst hätte ich ja keine Abonnenten, ne? Klar, einige sind jetzt so, zwei oder drei sind glaube ich Family, Freunde und so, dass sie dich auch unterstützen wollen und so. Finde ich auch sehr, 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 sehr nett und naja, das ist ja auch bei jedem so. Denn Ungespielt hat auch Katie abonniert und die hat ihn abonniert, ja. Ja, wollen Monster Spawner. Mach ich aber kaputt, weil Spinnspawner sind scheiße. So. Ja, eine goldene Pferderüstung. Naja, nicht unbedingt das Schönste. Moment, was Spiel? Steht das Spiel mir auf? Helligkeit hell? Ja, okay. Ne, hier gehen wir erstmal weg. Ich riskiere es nicht ohne Fackeln. That's a risk. Ja, this is a risk. Das kann ich nicht riskieren, Leute. Ich weiß, heißt ja no risk, no fun, auch bei mir, aber naja. Bungee jumpen wenn mal was Tolles, wenn ich das mal machen würde. Wäre echt cool. Also Leute, tapfer abonnieren und da mache ich sogar ein Video drüber, wie ich Bungee jumpen gehe. Das wäre so krass. Dann dürft ihr sogar meine Face sehen, wie ich mich da so übelst abfreue und ablache, weil das so geil ist, ja. Denn Bungee Jump kann nur was Geiles sein. Ist halt eben für richtige Männer. Abbauen. Alter, die Spitzhacke ist schon wieder fast kaputt. So, so. Das führt dann da lang, okay. Jetzt bauen wir uns runter auf Höhe 12. Einfach weil ich es kann. Oh, da sind wir schon fast. Da sind wir schon Diamanthöhe. Dann machen wir 13. 12. Und 11. Und... Alter. Unmöglich. Was ist das einfach für ein Luck in Minecraft mittlerweile? Bei mir jedenfalls. Also, das ist ohne Spaß random. Das heißt, ich baue nicht die Gänge zu oder sowas. Oder baue irgendwie wirklich gezielt, ja. Das könnt ihr mir glauben, ich grabe mich wirklich nur einfach runter. Und dass ich dann hier Diamanten finde, das ist einfach nur abartiges Glück. Was ich echt krass finde, denn jetzt kann ich mir eine Dia-Spitzhacke machen und meinen letzten Obsidian-Farm für einen Zaubertisch. Und wir haben echt viel Ressourcen eigentlich. Aber ohne Fackeln will ich ja halt nicht unten bleiben, denn auf Dauer spawnen dort Monster. Und jeder weiß doch, Monster machen einem ganz große Angst, ja. Denn ich bin Herbert, ja. Habe Angst in Minecraft, weil ich einfach so eine Nube bin. Und verrecke gerne in dem Spiel, ne. Also der ist ja echt ein Noob. Also der stellt sich natürlich nur so an, der spielt sich auf jeden besser, aber... Trotzdem lustig, was er da abzieht, auch wenn ich die Außenseite nicht abonniert habe. Habe auch so seine Gründe. Nicht, dass ich ausländerfeindlich bin oder so. Nein, um Gottes Willen. Nee, nee, das jetzt schon mal nicht. Mann, das ist aber ein Assi-Erfolg. Den hier will ich aber auch haben. Wirf Diamanten zu einem anderen Spieler. Fang. Moment mal, ich will mal was ausprobieren. So. Ich spreche zurück zum Hauptmenü und dann wieder in die Let's Play-Welt. Ja. Ah, geht nicht. Ihr habt gerade gesehen, da ist eine Kopie von meiner Welt. Also wenn ihr aufgepasst habt.
Ja, aber da probiere ich auch nichts aus. Ich habe noch nicht einmal die Rohstoffe gefarmt, weil ich einfach keinen Bock drauf. Fang 5 Diamonds, lol. So viel. Naja, später lege ich mir auf jeden Fall noch so ein Haushuhn zu. Wäre voll lustig. Oder nee, ich hole mir ein Pferd. Und das Pferd, ne? Nee, nicht dann Leopold. Nehmen wir erstmal das Eisen in den Ofen. Hol mal ein Wassereimer erstmal mit in die Minen immer. Und dann machen wir uns eine Diamante. Okay. Und dann haben wir noch 2 Diamanten überflüssig gerade. Naja. Eins der Kabel nehme ich noch mit. Essen haben wir genug. Kohle nehme ich nicht mit. Ich hole lieber Holz mit sonst Deck. Ach was, ein paar Stiege ich und dann langt das. Na, aber ich mache erstmal Fackeln, weil ich brauche hier jetzt auch Fackeln. So. Und das sollte erstmal lang für eine Zeit. Ich brauche jetzt. Moment mal, wo war mein Mineneingang? Hier. Der ist wirklich random, Leute. Also da kann man sagen, was man will. Das ist wirklich richtig ein Zufall, dass ich jetzt hier gerade Diamanten gefunden habe. Ich finde es natürlich immer wieder cool, wenn man Diamanten findet. Aber ich nehme Diamanten nicht mehr als Titel, weil dann gucken die meisten Leute manchmal, also Seltenheit rein, ob man den jetzt wirklich gefunden hat oder so. Oder ob man den abbauen konnte. Einfach mal chillige Runde Mining Tour. Also wie gesagt, es ist immer wieder Luck bei mir, dass ich Diamonds finde und das dann auch so oft, ne? Das finde ich echt cool, wenn man Diamonds findet, ja. Ich mag eben Diamanten. So, ich lasse erstmal die Ressourcen neben dran, ja. Warum sneak ich eigentlich immer? Boah, das war knapp. Ah, ich bin jetzt hier rausgekommen. In den Minenschacht, okay. Du bist scheiße. Du wirst niemals siegen. Ach du Scheiße. Das war übelst knapp. Ha, ausgesperrt, du Spasti. Bist du eine kleine Kanacke? Du bist so eine Schwein, ey. Ha, stirb. Ja, komm. Komm, Blockbrecher. Los geht's. Leute, da war. Alter, das ist ja nicht euer Ernst. Schnell zubauen. Ich war ein Kacknub. Das ist aber mal ein Kacknub, ey. Erstmal alle Lava, die komplette Lavaquelle hier zubauen. Ich werde ja eh hier rein nicht unbedingt so richtig bauen, sondern wirklich so gesehen zubauen. Okay, da haben wir wieder Gold für den Notch-Apfel. Ich glaube, man braucht wirklich Goldblöcke. Ja, OP-Apfel ist ja der mit den Goldblöcken. Boah, die Lava spendet mehr Licht, muss ich sagen. Wir gehen eh noch ins Nether und farmen den Scheiß dann zusammen, dass man auch dafür braucht. Moment. Egal, wir haben jetzt unseren alles für den Zaubertisch zusammen, sogar die Bücher. Und natürlich schon nicht Level 30, darauf haben wir ja noch. Dafür habe ich meine Kühe. Zuckerrohr farme ich danach noch und ja.
Oh ja, ja, schluck auf. Oh, jo, 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 jo. So. Vielleicht fragen sich auch einige, was ist der Grund, warum mir auch Abos nicht wichtig sind. Habe ich auch erwähnt, ne? Ich erwähne es hier nochmal. Es geht mir nicht um die Abonnenten. Es geht mir darum, dass Leute meine Videos sehen und die vielleicht mit anderen teilen und dann sagen, gut gemacht, die Palabria, ja? Das war ein tolles Video. Das ist mir wichtig, dass ich genau so etwas höre und dafür bemühe ich mich auch täglich. Oder fast jeden Tag, je nachdem, wie ich gerade Zeit und Lust habe, wirklich gerade aufzunehmen oder so. Weil manchmal hast du doch einfach wirklich gerade so gar keine Lust oder sowas, bist halt eben müde. Manchmal aber auch nicht und danach richte ich mich eigentlich. Halt, je nachdem wie groß meine Lust an diesem Tag gerade ist. Warum ist denn immer so viel Kies an? Ach, das war dumm. Egal. Auslöschen. Ja, da lasse ich nicht offen. So. Ich werde mir jetzt auch ganz viel Kabels fahren müssen und danach eine Mob-Farm vielleicht aufbauen. Entweder mit Cobblestones oder Steinziegeln. Vielleicht auch mit Granit, mal gucken. Ah ne, mit Granit wollte ich schon meine Stützen bei der Brücke bauen. Die habe ich schon nicht fertig gebaut. Tja, muss ich erstmal bauen hier noch. Das sah aus wie ein Skelett, Leute. Ohne Spaß. Ich hatte schon so gedacht, so, boah, warum ist da jetzt schon wieder ein Skelett? Aber da war keiner. Ich habe nämlich schon kein Handy gekriegt. Und meine Rüstung geht auch schon fast ganz kaputt. So, bauen wir jetzt hier durch. Das ist ja Andesit, Diorit. Boah, die Namen da. Ohne Spaß, das ist mir zu hart mit den Namen. So. Ich weiß, wir gehen gerade nur geradeaus, aber warum nicht? So, jetzt laufen wir aber wieder alles zurück, gehen wieder hoch. Ich glaube, die Folge hat schon Overtime. Ja, hat die, ist nämlich schon eine halbe Stunde lang. Das heißt, ich renne jetzt ganz schnell aus der Mine. Oh Gott, so weit sind wir noch gar nicht. Naja, egal, die Stützen bauen wir dann nächste Folge dran. Und wie es dann weitergeht, nachdem ich die Stützen platziert habe. Tja, das seht ihr dann auch in der nächsten Folge. Dazu sage ich noch nichts, ob wir jetzt meinen gehen, wir weiterbauen und so. Mal gucken, was wir machen werden. Wie es denn so läuft, ne, mit YouTube und so. Nee, war Spaß. Also wir gucken wirklich in der nächsten Folge mal, was wir machen sollen. Ihr dürft mir immer noch Bauempfehlungen in die Kommentare schreiben. Baumhaus, sowas ist klar. Also ein Baumhaus werde ich auf jeden Fall bauen wollen. Schon wieder, nur diesmal vielleicht mit Akazien oder so. Ein bisschen zum Verschönern. Ich sehe gerade, das Eisen ist zwar schon fast fertig. Und ja, mit diesem Musikende verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann eben ein Dislike. Aber auch dann nur mit Begründung. Außer das Video war scheiße, das ist kein Grund. Und ja, abonniert meinen Channel, wenn ihr auch alle anderen Videos sehen wollt und kommentiert vor allem Bauideen, alles erwünscht, ihr dürft mir alles in die Kommentare schreiben, ne? Wenn ihr wisst, wie man Intro erstellt, mit welchem Programm man das am besten macht, schreibt mir dann auch bitte in die Comments, das wäre sehr, sehr nett und dann würde ich mich bemühen, ein Intro herzustellen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mal eins für mich machen, wenn es, aber nur wenn ihr möchtet, ich zwinge dazu keinen, ja? Natürlich wird derjenige, der es macht, werde ich dann natürlich im Video erwähnen. Und dann kannst du natürlich auch deinen Namen reinschreiben bei irgendwas. Das wäre mir recht. Und dann werde ich einfach jedes Mal das Bild einfügen, also das einfügen. Da kannst du halt reinschreiben, die Panda EP oder sowas halt mit Muster und dann rechts unten in die Ecke oder so halt, wo es halt nicht stört. Bei und dann deinen richtigen Namen oder deinen YouTube-Kanal-Namen. Und das wäre dann auch ganz cool. Ne, das kannst du dann natürlich machen. Und ja, dann haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.